So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zur 19. Folge der FIFA 18 Karriere mit dem 1. FC Magdeburg. Und damit herzlich willkommen heute am 17. November, ein Freitag zum Auswärtsspiel, das wir haben. Gegner Fortuna Köln, der Tabellenerste gegen den Tabellenfünften. Die Mannschaft, die den Vorsprung weiter ausbauen möchte, gegen die Mannschaft, die weiter Anschluss halten möchte an den Aufstiegsplätzen, sprich eine mega geile Partie zweier ziemlich geiler Vereine. Hab ich mega Bock drauf. Es gibt auch heute nicht allzu viel anzusprechen. Kleine Info wie immer vorneweg. Es ist noch immer, wie schon wie die nächsten 10 Parts auch noch der Fall sein wird, eine vorproduzierte Folge. Ihr wisst ja, wegen Urlaub, bliblablub. Ich denke mal, da wird auch nochmal ein Infovideo folgen, damit ihr da auch nochmal genau Bescheid wisst. Auch vielleicht mit einem Plan, wann auch wirklich welches Video kommt, weil das muss ich ja eh vom Urlaub alles einstellen. Dann kann ich auch schnell ein Infovideo geben und euch Bescheid geben. Das soweit auf jeden Fall dazu. Wenn es euch wieder gefällt, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben, ne? Ich würde mich sehr über den Support freuen. Und sonst gibt es eigentlich nicht so viel anzusprechen und nicht so viel, glaube ich, zu tun. Wir hatten ja jetzt zuletzt noch die Vertragsverhandlungen bzw. die Transferverhandlungen von Schiller. Duisburg ist an uns reingetreten, 500.000 haben wir uns drauf geeinigt. Der hat einen aktuellen Marktwert von eigentlich 425.000. Ich denke, aufgrund der Tatsache, dass er nicht spielt, können wir absolut zufrieden sein, dass wir für den 27-jährigen 64er Schiller nochmal 500.000 kriegen. Und ja, den werden wir loswerden. Unser IV Nummer 6 nach Hamann, nach Heino, nach Schäfer, Weil und Heinke. Also das passt. So viele brauchen wir nicht. Da können wir den sehr, sehr gerne verkaufen. Aber ist noch nicht in trockenen Tüchern. Von dem her müssen wir mal schauen, ob das dann am Ende auch wirklich fix ist. Das soweit dazu. Sonst gibt es eigentlich nicht viel anzusprechen, wie gesagt. Ich werde heute nochmal mit der Elf reingehen. Auch wenn Rotation, ne, und so. Mal gucken. Aber, wobei Heinke ist nochmal die Überlegung. Ich nehme heute nochmal Heinke raus. Bring nochmal Hamann. Das ist das Einzige, was wir tun werden. Aber wir spielen halt heute mal wieder ein absolutes Topspiel. Ich habe immer noch nicht vergessen, dass ich Düker mal von Beginn an bringen möchte. Der Kerl hat sich das verdient, aber ich will und kann in solchen Spielen nicht unsere zwei Top-Stürmer da außen vor lassen. Ihr seht es, die haben zusammen 19 Buden gemacht. Das geht einfach nicht. Das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. In den Topspielen, logisch. Dementsprechend gehen wir es an. Auswärts bei Fortuna Köln, die in Rot-Weiß, wir in Blau-Weiß. Und dementsprechend, oh, bedecktes Wetter heute, Freunde. Bedecktes Wetter. Hatten wir das schon mal? Ich weiß es gar nicht. Wir werden es gleich sehen. So langsam geht es ja rein Richtung Winter. Wir haben es angesprochen. Mitte November ist es heiß. Es wird kalt. Es wird kuschelig. Und hoffentlich werden wir dann die Punkte trotzdem einfahren. Was ein Satz. Egal. Draufgeschissen. Hier geht rein, Jungs. Ihr merkt, ich habe gute Laune. Ich hoffe, wir kriegen heute die nächsten 3 Punkte hin. Hatten ja jetzt vor dem Spiel den Sieg davor wiederum. 2 Unentschieden gegen den KSC und gegen Unterhaching. Heißt, mal gucken, was heute geht. Es ist wieder so eine Partie, wo man am Ende aber auch sagen muss, wir gehen hier nicht mit der Erwartung rein, dass wir dieses Spiel gewinnen. Natürlich mit dem Ziel, aber das ist alles andere als selbstverständlich. Auf dem Papier, eine mega enge Partie, die wir zu führen haben. Außer als bei Fortuna Köln ist das krass und dementsprechend unentschieden. Ne? Nicht falsch verstehen, wir geben alles für den Sieg, aber einen Unentschieden, da würde ich mich nicht beschweren, wenn wir das heute hier einfahren werden. Werden wir mal gucken, wie das Ganze läuft, Freunde. Ich bin gespannt auf die Ausstellung von Fortuna Köln. Wie die guten Jungs da auflaufen. Vor allem, wie immer, die Formation ist ja durchaus sehr, sehr wichtig. Inwieweit wir da mit unserer Dreierkette gegenwirken können. Mal schauen, ob wir mal wieder auf eine Mannschaft treffen, die ebenfalls mit einer Dreierkette spielt. Das wäre mal sehr, sehr interessant. Aber das ist halt nicht allzu oft der Fall bisher in den Spielen, die wir bisher gehabt haben. Ich glaube, ein, zwei Mal, dann war es das gewesen. Die mit einer ähnlichen Aufstellung wie wir spielen. Von dem her, mal gucken, Jungs. Wie geht's an? In Jogginghose stehen wir da. Noch keine Winterjacke übergeschmissener. Geht scheinbar noch so weit, was die Kälte angeht. Ex-Lager auf der Bank, den kenne ich noch. Ex-Duisburger, glaube ich, ne? Wir gucken mal rein. Mike Kegel, Ex-Dresdner, vorne auf der 10. Damani, Ken, Farona Pulido, Pazurek, Fritz, Ernst, Mimbala, Baldwin, Röcker, Poggenborg. Alter, da kennt man einige noch. Da kennt man einige. Da kennt man einige, die da noch am Start sind. Wo war denn nochmal dieser Pulido-Dingens-Typ? Weiß es gar nicht mehr. Unsere Ausstellung soweit müssen wir nicht anschauen. Wir gehen auf jeden Fall rein. 16. Spieltag in diesem Let's Play, in dieser Karriere, in diesem Part in der 3. Liga. Und dementsprechend mal gucken, was da heute geht gegen starke, starke Jungs aus Köln. Sowieso. Aber vielleicht gibt es ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht mal einen frühen Führungstreffer. Schwieriges Wort, schwierige Phrase hier. Das wäre nice. Zuletzt, wenn es mal einen gab, dann waren wenn dann eher wir die Mannschaft, die irgendwie hinter sich greifen musste. Von dem her, bitte heute nicht. Kerden. Gut aufgestellt, gut zugestellt, vor allem von Niemeyer. Ludwig hat die Kulle. Erstmal einen ruhigen Spielaufbau herbeiführen, Jungs. Erstmal ruhigen Spielaufbau. Schäfer, ja, das ist gut. Nochmal abgelegt, nochmal kurz. Uppala, das war nicht gewollt. Auf Bruns, nochmal der schöne Ball nach unten. Hamann, ja, nee.
Okay, das war's dann soweit mit dem schnellen Spielaufbau. War ein bisschen zu dumm im Ball gestanden. Ich dachte, der kriegt den besser kontrolliert beim ersten Mal. So, die Männer in Rot-Weiß am Ball. Mal gucken, wie die agieren werden. Mal gucken. Es sieht danach aus, auf jeden Fall, dass die hier früh schon mal Gas geben wollen. Türpitz kann dann am Ende klären. Und dann können wir das sogar wunderbar fein rausspielen. Das sieht gut aus. Ludwig, ja. Beck läuft da. Beck kann sich nicht durchsetzen. Beck ist halt auch nicht der Pacer vor dem Herrn, muss man sagen. Macht das aber stark im Zweikampf. Lohkämper. Ludwig. 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 Macht ihn nicht rein, weil Bock in Bock reagiert. Und zwar auf allerfeinste Art und Weise. Greift da über und holt den Ball irgendwie raus. Schauen wir nochmal. Zack, da geht die Hand hoch. Wahnsinnsding. Mit dem Handgelenk kloppt er den da so gerade nochmal raus. Die Ecke ist super. Wir können uns aber leider wieder nicht durchsetzen. Nochmal vielleicht die Chance, das ist zu einfach. Kein Problem für Fritz. Hat den Ball. Und den müssen wir da eigentlich gewinnen. Da waren wir zweimal gut im Zweikampf gestanden. Kriegen das irgendwie nicht hin. Und der nächste schlechte Ball folgt gleich hinterher. Also, ordentliche Chance da gleich mal nach einer knappen Viertelstunde. Aber leider noch nicht eine gute Chance, um wirklich auch... Was heißt eine gute Chance, um das Tor zu machen? Pockenburg war einfach zu gut. Die Chance war gut. Aber Pockenburg war da leider besser. Muss man einfach mal so anerkennen. Niemeyer. Der war sehr riskant und kommt nicht an. Mike Kegel hat den. Kommen wir nicht in den Zweikampf. War ein Foulspiel. Also alles noch ein bisschen verhalten hier. Alles noch ein bisschen taktisch geprägt in der ersten Anfangsviertelstunde. Fritz hat den. Draufschieben gegen Pasurek. Nach unten gelegt auf Kedden. Kein Foul machen. Und dann ist die Chance da. Und dann ist das 1-0 da. Verona Pulido. 18., 19. Minute nicht aufgepasst. Und dann klingelt's. Das war eine überragende Flanke. Und dann müssen wir uns zum ersten Mal hier und heute geschlagen geben. Es ist Wahnsinn. Wir kriegen so viele Gegentore in den ersten 20, 25 Minuten. Das ist zum Haare raufen. Da kann er nichts machen, der Brunst. Das ist einfach richtig stark gemacht. Wir können uns da nicht befreien und dann kommen wir hier nicht in den Zweikampf und die Flanke ist halt genial. Also besser kannst du die nicht bringen. Und der gute Mann macht den rein. Sein drittes Tor. Manuel Farona Pulido. Fortuna Köln, der Tabellenfünfte, führt zu Hause gegen den Tabellenführer. Bitter, bitter, aber durchaus, ja, nicht unverdient so. Beide Mannschaften hatten die Chancen, Köln ist halt die Mannschaft, die die Chance nutzt, wir eben leider nicht, ne? Das ist der Unterschied. Beck kommt dann nicht zum Abschluss. Das wäre vielleicht die Riesenchance zum Ausgleich gewesen. Hamann, guter Ball, schön gespielt, Niemeyer, Ludwig, schön, das ist schöner Fußball. Das ist kein Abseits, Lohkämper kriegt den wieder, Lohkämper 1-1! Das nennt man mal eine prompte Antwort. 24. Minute, unser Traumduo Lohkämper und Beck mit einer überragenden Kombination. Und Lohkämper eisekalt aus Kurzeck. Keine Chance für den Keeper, keine Chance für Poggenborg. Schaut euch das an, also den kannst du nicht besser abschließen in der Situation. 1-1, 5 Minuten nach dem Rückstand, der Ausgleichstreffer. Ich denke, das geht auch alles in allem so gesehen in Ordnung, ne? Also nicht falsch verstehen. Die Chancen waren auf beiden Seiten da, aber... Aktuell könnte sich keiner über irgendeinen Spielstand beschweren. Das Unentschieden spiegelt es wahrscheinlich am besten wieder, aber es könnte genauso gut sein, dass wir führen oder dass Köln führt. Dafür ist es noch ein bisschen früh in der Partie hier. Und beide so mit ungefähr gleich viel guten Chancen. Brunst muss raus. Brunst ist da. Über ein paar Ecken der Abpraller zum Brunsti-Boy. Hat den Gott sei Dank. Niemeyer schiebt in die Mitte, macht das gut, ja. Fehlt dann aber eine gute Anspielstation. Keiner läuft den guten Weg nach vorne zu. Schade, ja. Jetzt vielleicht Erdmann, ja. Da zieht er schon wieder nach einer schönen Kombination aus. Oh, der Ball sollte nicht nach ganz oben kommen. Leider, leider kommt er da aber hin. Erdmann, gutes Ding. Oh, Ludwig. Schöner Kopfball da mit dem Hinterkopf weiter verlängert. Wieder Farona Pulido, der Torschütze, kommt über die linke Außenbahn. Halbe Stunde auf der Uhr. Flanke in die Mitte. Gut geklärt von Erdmann. Türpitz hat den. Und es könnte vielleicht eine Kontersituation entstehen. Lohkämper, guter Ball. Beck wird geschickt. Gut gemacht von Beck, behauptet da den Ball. Beck, ja, kriegt den wieder. Das ist wieder ein schöner Fußball. Und dann ist es der Herr Niemeyer, der vergibt. Also das ist heute in den ersten 35 Minuten hier spielerisch, kombinationstechnisch wirklich eine der besten Spiele, die wir zeigen, oder? Die ersten Minuten haben wir ein bisschen verschlafen. Die ersten 10 Minütchen, 15 Minütchen. Aber dann die letzten 15, 20 Minuten... überragende Kombinationen. In dem einen machen wir ein Tor, hier haben wir wieder eine gute Chance. Das gefällt mir. Das ist der Fußball, den ich hier sehen will. So macht das Laune. Köln bietet uns auch irgendwo die Räume, klar. Aber wir nutzen die auch ziemlich, ziemlich stark.
Lohkämper, schöner Ball. Türpitz, überragend gespielt. Ein Tickchen zu lang. Borgenbock hat den. Boah, ist der Ball stark gewesen. Ist der Ball stark gewesen. Reicht aber leider nicht. Boah, versagt gleich die Stimme, Jungs. Solange meine Spieler nicht versagen, ist alles gut. Erdmann, 5 Minuten noch in Durchgang 1. Niemeyer, schöner Ball nach oben. Lohkämper wird geschickt. Der Ball war zu nah an den Gegner rangespielt. Hamann. Erdmann wieder. Gut nach vorne gelegt. So wie es Lohkämper kommt mal wieder nicht ganz hin. Ah, fehlt so ein bisschen die Durchsetzungsstärke da in den Aktionen. Einfach mal vor dem Gegner am Ball zu sein. Jetzt vielleicht Lohkämper. Oh, das ist stark gemacht. Wir kommen über außen. Türpitz. Ah, legt sich den Ball ein bisschen zu sehr in die Mitte hin vor. Hätte er außen bleiben sollen und es vielleicht dann mit einer Flanke probieren können. Aber danach bist du immer schlauer, ne? Wieder kriegen wir es nicht hin. Wieder kriegen wir es nicht hin, dass wir da gut genug entgegenkommen oder auch hier und in den Situationen den zweiten Ball bekommen. Wenn das noch der Fall wäre, dann würden wir uns so dermaßen gut vorne festsetzen können und auch mal über ein paar Minuten länger Megadruck aufrechterhalten können. So sind es immer wieder vereinzelte Angriffe leider. Und zu mehr reicht es erstmal nicht. Und zu mehr reicht es auch erstmal insgesamt nicht. Wir gehen rein in die Pause. 1:1 nach 45 Minuten. Also der Spielstand leistungsgerecht ist unentschieden. Vielleicht ein Tickchen mehr, wenn wir das Tor machen. Hätte durchaus sein können. Chancen waren da. 200%ige. Eigentlich müssen wir führen. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir eigentlich führen. Weil die Chancen dazu da waren. Absolut. Aber gut. Hilft nichts. Rein in den zweiten Durchgang. Weiter Gas geben. Und wie gesagt, auch ein Unentschieden wäre durchaus okay bei Fortuna Köln. Da will ich mich alles andere als beschweren dann am Ende drüber. Beim Tabellenfünften zu Gast mit der komfortablen Tabellenführung, die wir haben. Da riskierst du am Ende natürlich nichts und würdest dann auch mal ein Unentschieden mitnehmen. Aber warum nicht von mehr träumen? Ne? Warum nicht von mehr träumen? Pazurek. Da ist wieder Pulido. Kein Foulspiel. Gut gesehen vom Schiedsrichter. Ach, Erdmann, das Ballspielchen, das kann nicht kommen. Gut, aber nochmal von Niemeyer. Und der macht dann gleich den nächsten Fehler. Denn darf ich auch so nicht spielen. Das war mehr als dumm. Fritz hat ihn. Gut nach vorne auf Damani. Zweikampf von Niemeyer. So weit, so halb, so irgendwie gewonnen. Aber irgendwie auch nicht. Und dann gibt es den Freistoß. In dieser 52. Minute. Erster Wechsel. Fritz verlässt die Partie bei Fortuna Köln. Und Kegel ist auch nochmal angeschlagen. Also, aufpassen, Riesenchance, weg das Ding. Ui, Ludwig, tief durchschnaufen. Niemeyer, keiner, der so wirklich mittut, muss das Spiel erstmal rückmachen, gibt keinen Konter hier in der Situation. Gut gemacht, Türpitz. Guter Ball nach vorne, ja, Baggy Boy. Komm schon, nach oben gelegt. Ah, schafft man nicht ganz. Gibt erstmal wieder den Einwurf. Jetzt bitte mal in der Phase vorne festsetzen. Beck, ja, das ist schlecht. Lohkämper gut abgelegt. Ludwig! Und Poggenborg! Riesenchance! Den kann man durchaus mal machen, Herr Ludwig. Den kann man durchaus mal machen. Seht ihr das? Das sind genau diese Situationen, die ich meine. Kopfballduelle im Mittelfeld verloren, das ist noch okay, das kann mal passieren. Aber dann wieder der zweite Ball, den wir leider nicht kriegen. Stellt euch mal vor, wir würden auch noch ein paar mehr zweite Bälle in solchen Situationen kriegen. Was dann möglich wäre und was ein genialer Pass fast wieder. Dann wäre das hier Dauerdruck und dann kann sich auch Fortuna Köln irgendwann nicht mehr aus den Situationen befreien. Dann fällt zwangsläufig ein Tor. So ist es mühsam, so können die sich immer wieder mal befreien, für ein bisschen Entlastung sorgen. Und wir müssen von vorne anfangen. Lohkämper. Guter Ball nach oben. Beck. Ja, auch der Ball war stark. Allerdings müssen wir da gleich die Flanke bringen, die gut war. Aber wo köpft denn Lohkämper hin? Es gibt einen Abschluss, um Gottes Willen. Das waren 37 Meter am Tor vorbei. Schade. So, wir gehen auch mal rein. Komm, wir müssen auch mal was tun. Wir werden auch mal wechseln. Türpitz nehme ich raus. Ich bringe Charhead auf rechts. Ich bringe Düker statt Beck. Und ich bringe Butzen auf links. Beck, der auch nochmal ein Päuschen bekommt. Sich ein bisschen in Anführungszeichen schonen kann. Für die kommenden Partien, die auch nochmal wichtig sind. Und mit Düker hoffe ich einfach mit einem frischen Mann da nochmal zum Erfolg zu kommen. Das ist jetzt erstmal das Ziel. Lohkämper als Torschütze lasse ich da lieber mal drin als einen Beck. Vielleicht hat er aktuell das etwas bessere Momentum. Die etwas bessere Tagesform dann gerade. Sonst natürlich beide mega stark da vorne im Sturm. Aufpassen, Abseitsposition. Und noch dazu natürlich Düker, der eher ähnliche Spielertyp wie Beck. Heißt, dann nimmt man natürlich eher einen Beck raus, als mit zwei gleichen Spielertypen da vorne auf einmal zu agieren. Das macht dann auch eher weniger Sinn. Düker, gleich mal mit dem Fehler, holt ihn sich aber wieder. Spielt ihn gut. Guter Pass nach unten. Ludwig hat jetzt die Chance. Ludwig, der kriegt ihn nicht rein. Poggenborg hat den Poggenborg, faustet ihn nochmal weg. Und wieder gewinnen wir. Doch, diesmal gewinnen wir eigentlich den zweiten Ball, weil wir kriegen zumindest noch den Einwurf. Nächste richtig gute Chance. Schön gemacht von Ludwig. Geh doch entgegen. Ich drück entgegenlaufen. Sowieso macht's nicht.
Eieiei, Gott sei Dank aber wieder den Ball, der in unseren Reihen ist. Low Camper, schön gespielt. Düka, wieder Poggenborg. Angenommen, gedreht, abgeschlossen. Poggenborg mit der mittlerweile sechsten Parade. Ihr seht's, der holt da die Dinger raus. Es ist unfassbar. Chahed frisch eingewechselt. Chahed, guter Ball. Kein Abseits. 9:3 Schüsse. Es wäre mittlerweile mehr als verdient, wenn wir hier in Führung gehen würden. Aber aufpassen. 73 Minuten vorbei. Keine dummen Fehler machen. Gut, Hamann. Ja, das passt. Ludwig. Schöner Ball nach oben. Erdmann. Gut gespielt. Schön gemacht. Lohkämper, belohn dich. Poggenborg. Nächster Angriff, der da drauf rollt. Vielleicht jetzt mal mit einer Standardsituation. Ecke kommt rein. Kopfballduell nicht gewonnen. Ball leider bei den Gegnern. Das ist wieder leider so eine Situation. Da brauchen wir auch nochmal den zweiten. Wobei wir da jetzt schon mehr gewinnen. Und es gibt die Kontermöglichkeit nach der Ecke über Damani. Kommt über die rechte Seite, passt mir in der Mitte auf. Damani, Flanke ist gut. Weil kann klären, gibt die Ecke vor Köln. Gibt das jetzt hier nochmal den Auf und Ab in den letzten 10 Minuten? Es sieht fast danach aus. Exlager, Maurice Exlager kommt rein. Ein Mann mit viel Erfahrung, der hoffentlich hier nicht noch den Ausgleich, die Führung macht. Oh, da steht keiner mehr, da war ich ein bisschen unkonzentriert. Verona, Pulido, fast den Zweikampf gegen ihn gewonnen. Mbala. Gut dazwischen, stark gemacht. So, vielleicht jetzt mal die Konterchance. Huch, Abseitsfalle wollte ich nicht machen. Eigentlich wollte ich Konterspiel nochmal mitgeben. Aber das wird jetzt nichts. Jetzt muss es fallen. Poggenborg kommt da aber super raus. Deswegen können wir den Ball auch nicht wirklich mehr gut mitnehmen. Nochmal Düker. Super Flanke. Chahed kommt nicht ran. Zweiter Ball bei uns. So wie Slow. Nochmal gut gespielt. Düker. Schönes Ding, aber wieder zu lang. Poggenborg hat den. Das kommt ja noch dazu, zu den vielen Chancen, die wir hatten. So 4, 5, auch nochmal solche Pässe, die einfach einen halben Meter zu lang sind. Sonst würden wir alleine auf den Torwart zu laufen, wie jetzt Kurt. Kurt, aufpassen. Abgeschlossen. Schäfer. Eieiei, ich stehe wieder gerade offen jetzt in der Situation. Alles andere als gut. Haben den Ball nochmal. Düker verliert ihn da gleich wieder. Kedden. Es wird nochmal einen Krampf hier. 3 Minuten. Über die rechte Seite. Kedden mit der Hacke gespielt. Anderson gespielt. Weg die Scheiße. Eieieiei. Und irgendwie macht Fortuna Köln dann fast hier das Tor. Was ist denn das für eine Partie? Kedden. Kegel. Nochmal lang gespielt. Nochmal Kurt. Und dann ist das der Lucky Punch. 93. Minute. Fortuna Köln beschert uns die erste Niederlage, weil wir vorne die Bude nicht reinkriegen. 16. Spiel, zum ersten Mal sind wir geschlagen und das auf so eine Art und Weise. Das ist bitter. Das ist ganz, ganz bitter. Kurt macht das stark. Kurt nutzt die Chance. 2:1 für Fortuna Köln. Wir hatten zig Chancen. Wir hätten hier heute 4, 5 Tore machen können. Am Ende ist es nur 1. Und am Ende ist es das wahrscheinlich gewesen, oder? Oder fighten wir uns nochmal zurück? Wir fighten uns nochmal zurück! Das gibt's nicht! Dieser Poggenborg hält alles! Das kann nicht sein! Und das ist es gewesen, es gibt nicht mal die Ecke oder was abseits. Es war eine Abseitsposition, oder? Och, komm! Immer wieder Poggenborg! Ich bin am Verzweifeln in dieser Partie und jetzt ist hier endgültig los. Oder? Mann. Man of the Match, Poggenborg. Er ist einfach ein Teufelskerl, Jungs. 2:1 Niederlage, die erste Niederlage in dieser Saison, die wir einfahren. Es ist unglaublich. Also wenn Poggenborg nicht Man of the Match ist, dann weiß ich es ja auch nicht. Schauen wir mal, eine 7,7. Der hat eine 10,1 verdient, was der Dinger gehalten hat. 13 Schüsse, 8 aus Tor, 1 Tor nur gemacht. Fortuna Köln mit 6 Schüssen, 4 aus Tor, 2 gemacht. Das ist heute leider der Unterschied. Eine Ladehemmung, die wir da vorne haben, die eigentlich sehr ungewohnt ist für uns. Aber gut, jetzt haben wir 4 Spiele. 1 Sieg, 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Keine gute Phase, in der wir uns aktuell befinden. Da auch diese Reaktion von Poggenberg, das ist unfassbar, was der gehalten hat. Also wenn da nicht dem nächsten Angebot von den Bayern kommt, weiß ich auch nicht. Wahnsinnsteufelskerl, muss man auch mal loben an der Stelle. Und dann fahren wir halt leider Gottes die erste Niederlage ein. Kann passieren, auswärts bei Fortuna Köln, aber wenn man den Spielverlauf sieht, ist das sehr, sehr ärgerlich und sehr, sehr dumm irgendwo. Ganz klare Geschichte. Aber gut, hilft nichts. Wir gehen mal ein bisschen voran, mal gucken, ob die Konkurrenz hoffentlich auch irgendwo ein bisschen patzt. Das wäre stark. Stillstand. Oh, Schiller will nicht nach Duisburg. Ich werde bekloppt. So, wir simulieren hier nochmal alles. Gucken da nochmal rein. Ich habe gerade gesehen, dass wir nochmal einen Jugendbericht kriegen. Ui, was ein schönes Training. Schaut euch das an. Alle gut trainiert. Sehr, sehr schön.
Dass da nochmal ein neuer Monatsjugendbericht-Ding drin ist irgendwie. Die Pats sind tatsächlich. Alle verlieren. Das kann nicht sein. Allen verliert gegen Osnabrück und Zwickau müsste auch verloren haben. Zwickau verliert gegen KSC 1-0. Unfassbar. Alle verlieren. Also, die spielen trotzdem weiterhin für uns. Die spielen weiterhin für uns, ja. Weiterhin 8 Punkte Vorsprung. Fortuna Köln ruckt dann damit natürlich ran. Also, das war für Fortuna Köln unfassbar wichtiger Sieg. Die ersten drei verlieren so gesehen. Fortuna Köln holt 3 Punkte, kommt da ganz nah ran jetzt auf einmal. Das war unfassbar wichtig für die. Gehen jetzt nochmal die letzten Tage voran. Der Hallische FC steht vor der Tür, Freunde. Wird das ein geiles Spiel oder wird das ein geiles Spiel? Ui, 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 ui. Derby Time. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Wir gucken mal rein, wo der Hallische FC aktuell überhaupt steht. Ich bin nur noch zu Hause. Auf 12. Ja. Die können wir ein bisschen Richtung Keller schießen, ne? Was soll ich das an? 16 Punkte, 4 Punkte Vorsprung auf Relegation nach unten. Eine Niederlage im Derby, dann könnte es eng werden. Schauen wir mal. So, wir wollen ins Büro reingehen. Da gibt's still, das ist so ein Scheiß, ne? Da bin ich weg. Scouting-Bericht Jugendmannschaft, das wird jetzt nochmal vielleicht interessant. 65er bis 89er Potenzial. Tom Bergmann, holen wir auf jeden Fall mal. 45 bis 61 jetzt schon, aber Potenzial leider nicht so hoch. Verpflichten. Oh, Erich Schneider. Auch mega, mega gut. Nehmen wir auch mal mit. Florian Dittrich. Ja, die lasse ich hier mal drin. So, Abschlussbericht. Luca Plockmann. Plockmann heißt er? Ja, Plockmann. Oh, ne, 57, das ist fast schon noch zu schwach. Mal schauen, wie der sich entwickelt. Das war ja der Keeper, über den wir gequatscht haben. Und Timmy Thiele da vorne im Sturm. 26 Jahre, 64er Rating. Okay. Mal gucken, was wir mit Thiele treiben. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz rein in die Jugendakademie. Ich will wissen, was die alle für ein Rating haben. Also, Erich Schneider eine 52 mit 15. Ist in Ordnung. Den hatten wir schon, Tim Schneider, oder? Sind das Brüder? Tom Bergmann 56, uiuiui, als LV. Oliver Mayer eine 54 mit 17. 76 bis 94er Potenzial. Geil. Und der Peter Lang auch nochmal mit anstatt. Ja, das könnte doch durchaus was werden hier. Das könnte euch durchaus alles was werden. Sind wir mal sehr gespannt. Ich würde sagen, Jungs, ich bin soweit jetzt erstmal raus für heute. Wenn es euch an der Stelle gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Und wir sehen uns dann die Tage wieder. Ich weiß gerade leider nicht, wann das nächste Video kommt, was auswendig und so ist. Ich habe nicht mal eine Ahnung, an welchem Tag das Video heute kommt. Bei mir ist gerade Donnerstag, der 26.10. Ich weiß, es ist ein bisschen näher, aber ihr wisst ja, Vorproduktion und so, ihr wisst Bescheid. In diesem Sinne, Däumchen nach oben da lassen. Ich würde mich freuen. Ich bin raus, wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.